Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 auf Dalps 15 mit dem Freezy, dem Werner von Burning Gamers und den Sachsenetler. Hallo. Hallo. So, und wir fahren jetzt Premiere ins neue Forstgebiet. Ich bin echt gespannt, wie die Zufahrt ist. Ihr seid ja schon, ihr seid ja schon hochgefahren. Gott. Ja. Der Begriff hoch. Alter Falter. Okay. Ich nehme an, hier geht's gut ab. Darfst du? Soll ich dich mal anstupsen? Ja, ich muss nur aus dem Winkel raus, passt schon. Okay. Ihr seid sicher, dass ich mit dem LKW wieder hochkomme? Runter. Was? Hä? Warte mal, hier geht's hoch und dann geht's runter. Also ihr hättet geradeaus durchfahren müssen, nicht links den Berg hoch. Was? Achso, das seid ihr noch gar nicht. Es geht dann irgendwann links den Berg hoch und geradeaus. Da geradeaus. Kommt da so eine Gabelung. Okay. Ja, wir fahren jetzt aktuell noch hier bergauf. Ja, ja. Fahrt mal bergauf, dann denkt ihr sich, oh, wir sind gleich da, ne? Geil. Ja. Nee. Da geht's das richtig ab. Da geht's das richtig ab hier. Okay, aber hier geht's auch brutal nach oben, ey. Alter Falter. Geht. Schnell geht's dann noch wieder runter. Ja, alter Falter, ey. Hier geht's hier ab. So. Ja, ne? Moment, ich hab das im Griff. Bist du müde? Moment. So, weiter geht's. Ja, dabei spin da was geht. Ja. Ist aber auch ohne Witz, ne? Wer baut noch? Ja, gut. Aber wo geht's denn nach links? Bei der Gabelung? Bist du gerade vorbeigefahren? Ja, aber wo geht's nach links? Wird da so ein Stückchen hochgehen? Links hoch. Kino, du musst zurück. Ach so! Okay, nee, ja, so. Quatsch. Jawohl. Ja doch, in der Tat. Einer von euch ist nicht mehr auf dem rechten Pfad. Das ist der da oben auf der Wiese ist. Der macht jetzt einen übelsten Bogen. Das war Tino. Wo fahre ich da jetzt hin? Soll ich eben hier warten? Du drehst einfach wieder um, fährst zurück, bis du wieder auf der Straße bist. Weil das, was du gerade machst, ist nicht gut. Ich werde nicht von der Karte her gesehen. Wen meinst du, den oberen oder den unteren? Den unteren. Aber ich würde jetzt hier dieses Serpentin. Warte mal, jetzt bin ich aber hier auf einer Wiese. Ja, lol, ich bin richtig. Also, laber nicht. Stimmt, du bist so, ja gut, dann ist für dich der LKW ist richtig. Ja, genau, ich bin hier auf den Serpentin, ich sehe schon da unten. Oh, lol. What? Ich sehe dich, Tino. Wie soll ich denn hier. Alter. Ich sehe in der Position. Da oben siehst du denn, ja. Warte drauf, dass rechts gleich ein Träger runterkullert. Wie sie kriegt das hin? Okay. Okay, aber sie haben schöne Auslaufzonen hier mit verbaut. Schön für die LKWs. Ja. Das ist ganz gut. Du hast doch gleich geschafft. Alter, sind aber Mond. Das heißt, die Bäume sind aber größer, ne? Die sind ein bisschen höher, ja. Oh, das ist nice. Ja. Baumfeld. Ja. Alter. Ja, jetzt sehe ich auch was, danke. Bitte. Steht der noch im Weg und den schneiden wir definitiv nicht. Nee, das ist ein Problem, glaube ich. Das wird sonst. Das hatten wir damals gemacht, wo 15 rauskam, das Wurstprojekt mit Klicky da gemacht hatte. Hat man ja keine Ahnung, haben wir halt alle Bäume gesägt. Auch diese hier. Hör mir auf. Also, ich meine, dass 1000 Einzelteile sind, schön und gut. Aber die anzupacken, die haben ja manchmal einen Durchmesser gehabt, sehen es als böse. Jungs, wir bräuchten noch einen, der sich einen Trecker schnappt und nochmal hier hochfährt. Okay, was machen? Hier steht noch die Baumstumpffräse und ein Skitter, wie die Dinger auch immer Skitter, heißen. Ja. Ich fahr gerade mit dem grünen etwas und dem Tank hinten runter. Ich fahr mal mit dem Dings hier, mit dem Steier oder was ist es? Du brauchst aber eine Fronthydraulik. Hat er doch. Okay. Okay, schöner Platz hier. Boah, ist das eine Müllkarre. Eine Fronthydraulik für was? Ja, für die Baumstumpffräse, ne? Das muss ja zweimal fahren. Achso, ja, alles klar. Dann lasse ich das. Lol. Oh ne, komm. So, Jungs, ich habe euch da was hingelegt. Tino, du holst die Baumstumpffräse. Ne, ich fahr jetzt hoch nur den Rest, ja. Oder was ist, Werner? Ist noch mehr?
Ne, ein Skidder und eine Baumstumpffräse, das war's. Dann kriege ich das fort. So. Komm mit so, dem Deutz. Ihr macht jetzt nochmal einen Hänger und Gedöns voll, damit wir uns dann bald die Bergziege kaufen können, ist das richtig? Genau, ja, aber wir können mal ein was schauen, und zwar was wir für den Akkus da kriegen im Verkauf. Oder wollt ihr, ganz kurz noch eingeworfen, diese Fräse kaufen, diese Häcksler? Ja, brauchen wir ja die 220 PS. Auch für den Grünen? Ach so, die Grüne ist... Ach so, na Moment, die Grüne auf jeden Fall auch, definitiv, weil die haben wir bei Ackendorf. Ja. Und da haben wir den Klaas... Moment. Also der 850 schafft sie. Der Arion? Ja, und der Klaas... wie heißt der andere? Axion. 650. Möglich, ja. Ja, der schafft sie nicht. Also die geht zwar an, okay. Aber da bewegt sich der Traktor nicht mehr. Kein Sinn mehr. Also du brauchst schon was Vernünftiges. Okay. Ja, du brauchst auf jeden Fall Power. Also da haben wir definitiv auch nichts. Wir können mal gucken, was so ein Deutz Agrostar bringen würde im Verkauf. Und ob wir vielleicht, wenn wir einen verkaufen, weil wir brauchen ja nicht, keine Ahnung, nicht unendlich viele Traktoren. Nee, wir könnten notfalls, glaube ich, auch das Auto verkaufen, weil das... Den Pickup, ja, der Pickup ist echt... Das ist eine Qual. Ja, vom Fahren her ist das absolutes No-Go. Und den Hänger, den könntest du, glaube ich, auch an dem Heckkran anhängen. Ah, okay. Das würde, glaube ich, sogar funktionieren. Oh. Alter, aber hier sind wir schon, ne? Top of the Mountains hier oben, ey. Auf jeden Fall. Dann lass uns... den Pickup verkaufen, oder? Wie soll ich den runterbringen? Könnte man machen, ja. Ja, dann bringt das, glaube ich, 20% mehr, irgendwas. 20% mehr, korrekt. Ja, das lohnt sich doch. Lass mich kurz den Tank hier abwerfen, runterfahren und dann sind wir gleich wieder da oben. Alter. ich habe eine Frage. Ja. Dann frag. Wie seid ihr so Arma 3 technisch belebt? Sehr gut. Habt ihr schon Apex gespielt auf Tanoa? Nein. Nee? Bei Tanoa habe ich schon gespielt jetzt so. Frage mich jetzt nicht, wie der Server Elan heißt, leider. Also ich warte aktuell Elan, ja. Wieder auf einen Server, aber das ist auch nicht Apex, oder? Nee, ist mit drin. Ist mit drin. Ja, das Update, auch nicht die Karte. Achso. Ja, aber ich war zurzeit auf einem Server, auf den ich damals schon sehr, sehr viel gespielt habe. Die setzen wieder neu auf und machen da wieder was. Und ja, da haben wir sehr viele Möglichkeiten eben, weil wir die sehr, sehr gut kennen. Und also die Head Admins. Und ja, da werden wir definitiv wieder was starten, ja. Also ich zumindest. Ja, wir warten nur auf das Go. Okay. Aber Renny müsste ich korrigieren. Bin gespannt. Du hast viel gespielt. Ich habe sehr viel Ja. Ich glaube, du hast ja auch sogar außerhalb der Aufnahme gespielt, Renny, ne? Nee, das konnte kein Mensch aufnehmen, weil der hätte 3000 Folgen hochladen müssen. Ja, ja. Alter Falter. Ich glaube, ich habe... Wie viele Stunden hast du? Also ich glaube, ich habe 350. Also ich habe insgesamt 1300 und davon glaube ich 1100 in 2-3 Monaten. Ich habe 298. Ja, ich bin irgendwo bei 800, glaube ich. Also das Wonder. Oh, da bist du aber auch gut dabei, alter Schwede. Ich bin, ja. Bist du so Arma? Bist du auch so ein Arma-Suchti? Ich bin eine richtige Arma-Suchti. Wobei nur den Live-Modus, ne? Ja. Und Exile. Okay. Ja, vielleicht hast du ja auch Bock dann, wenn der neue Server kommt, dir den mal anzuschauen, mal drauf zu gucken. Ich hätte auf alle Fälle Bock. Ja, vielleicht. Das Problem ist halt, also wir bei Burning Gamer spielen zwar auch Arma, in jeglicher Hinsicht, aber... Das hält leider nie sehr lange. Okay, gut. Das ist bei uns eben nicht so. Also da ist mal so eine Woche ein Hype und dann siehst du keinen mehr. Okay, nee, das ist halt sehr schade. Das ist nicht so. Also, wenn wir Arma spielen, dann gerade auf dem BCR-Server dann wieder, dann wird das definitiv auch abgehen. Also, wenn da Möglichkeit besteht. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Vor allen Dingen, wir wollen eben, es gibt, das denke ich, kann man schon verraten, es wird verschiedene Sachen geben, es wird auch Polizei geben, logischerweise. Da wird es aber auch Spezialeinheiten geben, wie zum Beispiel das FBI.
Warte, Tino, ganz kurz eben. Kriegst du oben alles mit? Ja. Die Fräse alles. Und das Ding. Ja. Alles klar, gut. Und wie zum Beispiel das FBI als Spezialeinheit, dann wird es diverse direkt so Eingreifkommandos geben und sowas. Und das Lustige ist, es macht halt auch einer, das ist ein eigentlich ein guter Freund von uns, den treffen wir auch jetzt auf der Gamescom, haben sehr viel mit dem auch zu tun. Sagst du, warte mal. Und nehmen auch auf. Und der ist sogar bei so einer Spezialeinheit. In Real Life. Ja, ja. Und da ist der Ton immer sehr, sehr geil. Also ja, wenn es dann so, die machen so eine richtige Ausbildung und das ist dann halt auch so richtig, richtig cool. Okay. Und das wird, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr nice werden. Und haben wir halt eben die Möglichkeit, so diesen Good Way, Bad Way. Der ist hier total verkeilt, Randy, warte mal. Ja, und da wollen wir halt so beides machen. Also einmal so ein bisschen den Rebell. Und einmal halt eben den Cop oder das FBI oder was auch immer. Okay. Irgend so eine Spezialeinheit. Ich denke, ist ganz lustig. Hattest du jetzt schon mal auf Tanua gezockt? Ich habe schon, wir haben einen eigenen Exil-Server auf Tanua gehabt. Aber wie gesagt, das war eine Woche, 10 Tage und dann war wieder Feierabend. Also, schade, dass ich hab das so direkt auf dem Rüschen. RP-Server da, das ist so eine riesengroße Gruppe halt gewesen, wie gesagt, Elan. Wir haben Oasis und alles. Ja, das ist Wahnsinn. Die Karte sieht sehr schön aus, muss sagen, die läuft von der Performance her auch um einiges besser wie altes, verstehe ich nicht, obwohl die dreimal größer ist. Ja. Und dieser Urwald und alles da und die ganzen Städte und was ist da, das ist schon Wahnsinn, das ist schon cool gemacht. Echt cool gemacht, ja. Ich habe am Anfang teilweise extreme FPS-Drops gehabt. Es kommt von Server zu Server wirklich an. Ey, das war so krass. Na, wenn die einen scheiß Root-Server haben, dann ist natürlich kacke, ne? Ich war auch auf 2 haben wir das getestet und der eine, die hatten alles neu, die hatten eigene Skripte geschrieben, das hatte die Overlays ganz anders aus, das hatte mit Trischen Altes, mit der Altes-Mod gar nichts mehr zu tun. Da hat's halt auch geleckt wie Sau und dieser Elan, das läuft schon mehr, da passen auch schlimm insgesamt 180 Leute oder so drauf und das läuft ein so. Boah, das ist Da steckt aber halt auch eine Maschine drin, die ein bisschen vierstellig im Monat sein. Kommt ja auch immer drauf an, wie die Scripts sind, oder nicht? Ja gut, ja, wie gut die Scripts auch. Ja, wie es gescriptet ist, da kommt es natürlich auch drauf an, das ist klar. Ui, meine Fresse. So. Willst du den geschnitten haben? Bist du hier? Ich bin hier, ich stehe hier am Baum. Ich gar nicht, ich dachte, ich bin mit Randy alleine. Ah, ich lasse euch, okay, wenn ihr da schmutzige, okay. Nee. Freezy vom da wieder. Ja. Freezy steht die ganze. Freezy ist hinten am Traktor. Hey, ich schneide hier gerade die Stämme auf 6 Meter. Naja, also du stehst gerade neben den Deutz in der Luft mit der Kettensäge. Ja, das sind Probleme. Ah. Werner sehe ich gar nicht. Wenn Werner lieber in die Kiste einsteigt, die Orangene, dann würde ich auch. Ja, nur in Fahrzeugen halt, logisch. Da, ja, genau. Ja, jetzt bist du zurück, jetzt bist du weg. Ja, nee, dann schneide mal der da vor dir, wie ich. Schwarze Magie. Ja, mach ich. It's magic. It's Spirit schon Fingers. Ist schon geschnitten? Er ist schon geschnitten. Ist schon geschnitten hier. Oh, verdammt, also. Wie mach ich das wieder? So. Einfach loslassen. So, jetzt. Wir möchten leben, einfach Kettensäge loslassen. Der Rest der Ausrüstung kommt, Freunde. Sehr gut. Ich habe den Pickup bereits verkauft, ne? Also. Ja. Wir haben 243.000, sehr gut. Ah, wir haben, glaube ich, von Füße, wo wir abgeladen haben, haben wir den Zug losgeschickt. Nee. Oh, da hätten wir noch, nicht. Da hätten wir noch Luft. Da können wir den Zug noch losschicken, dann hätten wir die Bergziege. Du kommst eh dran vorbei, oder? Bin schon auf dem Weg bei euch unten. Dann warst du zu schnell. Ja, dann schicken wir ihn gleich weg mit dem anderen Holz. Alles klar. Muss nur noch in der Season passieren, weil wenn der Surfer außen an, dann funktioniert es nicht mehr. Ach so. Ja, nee, ist natürlich richtig, ja. Was? Wenn was der Server aus ist, dann ist das Holz auch weg, was im Zug lagert. So. Achso, ja, ich. Ja, komm mal, dann fahre ich schnell hin. Nee, ich bin schon fast unten. Ah, alles klar, okay. Musst du nicht gerade noch hier? Okay. Magic. Kannst du uns so wieder holen? Spirit Fingers. Ja. Egal. Vergiss es. Der steht da hinten, ne, unten in der Luft und sägt. Wie sie ist jetzt bei mir im Traktor. Achso. Ah, jetzt wird's aber mysteriös hier. Aber der Traktor fährt auch, also ich denke, das passt schon. Achso, okay. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wollen wir denn jetzt hier, loslegen? Und wo wollt ihr denn fällen? Was für Bäume, was für ein...
Ne, wir haben ja vorne erst mal eben Boom, den habe ich ja neu weggejaucht, dass man hier zugucken konnte. Das ist auch noch blöd gefallen. Naja. Na komm, ich mach mal hier den. Ich mach mal hier auch ein paar. Ich fäll euch mal. Flüssi kann ja klein schneiden oder was weiß ich und. Ja, hast du recht. Ich glaube, Randy ist damit schneller mit dem Ding da. Ich fäll mal, ich schneide. Achso, du machst das da. Mhm. Alter Vater. Ich weiß nicht, ob mal Event Doodle. Bist du denn? Mit den Skiller. Ich bin jetzt hier an dem Baum, an dem einen. Warte, der fällt gleich um. Mit den heute eigentlich? Ich lass den trotzdem mal da runterfallen. So, Zug ist abgefahren. Wir werden auch schon wieder fertig. Achso. Jo. Achso, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ihr schaut mal bei den anderen schön vorbei. Lasst das Däumchen da und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.